Ja, das ist richtig. Und fängt so schräg einmal zwei, die meinen Störer. Ja. Ich hoffe, sind ja, aber dass zu tief. Nur hochkant gehen. Einmal eins könnte ich nehmen. Einmal eins, ja, das müsste gehen. 4, 5. So, mehr Glasplatte habe ich gerade nicht. Das sieht doch geil aus. Genau, oder? Und dann kann ich deutzen in eine Ecke die andere Dinger verarbeiten. Ja, dann kannst du hier nämlich die Dreiecke draufsetzen. Hallo, jetzt mach die Tür doch mal auf. Mann, ich bin eine Drohne. Ah! Hey, ich kann sogar so weit fliegen. Ist ja mal fett. Ich bin runtergefallen. Nein! Macht dir gar nichts, oder wie? Hab ich doch nie gewusst. Ich habe extra ein Schild aufgestellt. Achtung, Baustelle. Cavies haften für ihre Cavies. Hey. Jetzt aber nicht hier qualität. Ich war da vorher mal, mein Freund. Was machen da? So was falsche. Doch geil aus hier, das Ding. Ey. Drohne. Hey! Das geht also. Wieder. Das habe ich nicht gegangen. Oh, das hast du nicht gewusst, interessanterweise, hä? Nee. Es gibt meine Drohnenversicherung wieder hoch, ja. Oder du machst da dreieckige Gläser rein, die gibt's ja auch. Am Eck? Mach ich doch. Ach so, ja. Ich hätte ansonsten. Ich habe eigentlich die Idee, jetzt aber komplette Glaskuppel zu machen, nur weiß ich nicht, wie sich das jetzt mit der Dings verhält, wenn ich die abbaue mit der Blöcke. Ach so. Ich glaube, da sollte ich dann gelegentlich herkommen und wieder Glasplatte einsetzen. Wenn du da Glasplatten einsetzt, müsste das gehen. Ja, ich muss jetzt aber noch schon herkommen, weil welche produzieren. Ja. Schon witzig, was man mit so einer Drohne alles machen kann. Ja. Hättest du nur auf den Boden klicken brauchen und P machen müssen, aber das macht ja nichts. Ich bin da noch altbacke, okay, wie weißt du, zum alten Hase wie mir bringst du nichts mehr Neues. Ja, es ist wohl wahr. Miep. So. Aber ich hab da auch wieder die übelste. Hier oben in dem Eck voll die Dreckfänger. Ne? Ja, voll die Dreckfänger. Den kannst du nachher wegmachen, die Ecke. Weiß nicht. Du, die kannst du schräge, die schräge nachher wegnehmen. Bis jetzt macht's nichts aus. So. Zack, zack. Einmal eins. Dip. So. Ich sehe schon, kommen so ein ganzer Glaspalast auf einmal. Oh, ich dachte gerade, aber es war nur halber reingeklitscht, das ist in Ordnung. Kabumm macht er gleich. Huf. So. Ja, siehst du, das ist eine Glaskuppel, das sieht doch geil aus, oder? Ja. War und geil. Das Ding hier, das Beton, den kannst du nachher wegmachen, dieses Dreieck. Ich mach's weg und dann kracht alles ein. Ja, ist okay. Nö, dürfte eigentlich nicht. Denn die sind ja außen angesetzt, ne? Ja, die ist ja außen aufgesetzt. Und da hält das ja auch in der. Wieso sieht das eine anders aus, die erste Glasplatte hier? Als die. Die ist noch nicht gedreht. Ach so, ja. 12. Dann machen wir nochmal 10 Stück. So, dann reicht's auf jeden Fall. So, zack, zack. Dann das Eckchen hier nochmal. So. Ich habe immer Angst, weil es gerade so krank hat, dass bevor man die ganze SI sagt, so, instabil. Ja. Das ist halt schon heißes Glasgerüst. Das ist ein heißes Glas. Aber für so ein Biotop reicht es ja gut. Passt das ja. Ja. So, sieht doch schick aus. Das sieht gut aus, ja. Kann nicht meckern. So. Gibt Schlechteres. Jetzt mal gucken. Ja, jetzt habe ich halt da eine freie Ecke drunter. Das sollte ich dann fast lassen. Dann machst du nur ein Dreieck rein jetzt. Vom Glas, ja, kann ich auch machen. Nee, Beton.
Ich hätte jetzt ein Glas-Eck noch reingeschoben. Haben wir so flaches? Ja. Nehme nur die schräge. Ach geht, Mann! Geht denn das? Das geht doch gar nicht, ne? Oder? Nee, geht nicht. Weil ich jetzt sagt, mir hätte vielleicht noch ein flaches Dings gehabt. Also doch auf. Ich würde da jetzt ein Betondreieck reinsetzen. Mit der flachen Seite nach oben zeigend und die Verjüngung nach unten. Ja, genau das meine ich. Nachladen. Lalala. Hier scheint es ganz gut. Ne, da war irgendwas. Ne, doch nichts kaputt, okay. Gell, aber das draußen, der Hangar, das ist ein Oschi, du hör mich auf. Das sieht doch geil aus. Ja, schöner Glaspalast. Jo. Und für das Eck überlegen wir auch noch was, damit das ganz so schnittig aussieht. Achso, warte mal. So, jetzt kann ich dich auch rumbewegen. Hab Fraktion mal schon auf Alex gestellt, da kann ich mal auch schon bei den Wegfolge nicht auf. Ach so, ja. Vorab zu bauen. Ach, hier hast du auch noch. Hier. Ja, ja. Da drüber kommt dann Aloe Vera und so andere Sachen rein. Wie viel hab ich denn? 3, 7, 8, 9, 10, 12 hab ich insgesamt. Okay. Schon nicht schlecht. 12 Neuner. Ich habe ja auch Ahax angebaut und Kaffee und Mais und. Ah ja, du weißt schon. Ja. Falls du was zum Essen brauchst, im Kühlschrank hat's, ne? So, ich brauch dann nur hier pflücken. Dann habe ich auch was. Oder. Was? Nein, ich weiß. Und da unten zum Beispiel ist jetzt mein Keller. Für Strom. Da ist dein Stromkeller. Yep. Oh ja. Oh ja, da hast du einiges an. Ja, hebt eine Weile. Also weil jetzt hebt die Basis 340 Stunden, das ist eine gute Zeit. Ja. Da kannst du dir vorstellen, wie viel Promethium da drin hackt. Das kann ich nur denken, ja. Was ich noch machen will, wenn ich den Kern wieder finde, den Kern A hier unten hinsetze. Wenn ich den Kern wieder finde. Ich glaube, der müsste noch ein Constructor sein, das sehe ich aber, wenn ich den abbaue, irgendwann. Und dahinter raus geht es jetzt dann zum Hangar. Im Berg, oder als Berghangar. Vielleicht wäre es aber wieder mit ein bisschen Erde auffüllen, das weiß ich noch nicht. Aha. Warte mal, ich muss ja mal schnell den Weg ein bisschen machen. So. Und da ist das riesige Tor. Ach, da ist... So, jetzt müssen wir schon herkommen. Aha. Da willst du dann. Ja, dann hättest du noch tiefer machen müssen, ne? Sonst, dann hätte er oben Dach gehabt vom Berg, aber. Ja, so, und da wir unterhalb vielleicht mit Erde aufschütten und das halt noch weiter neiziehen, dann gegebenenfalls. Das ist natürlich ein ganz schöner Eumel. Ja. Ein fettes Ding, du. Und Türen hast du ausprobiert, das funktioniert, ne? Ja, ja, die. Beide gleichzeitig auch, ne? Ja. Ja. Die Zucker. Und der Boden ist halt hier unten die Platte. Das heißt, du fliegst schnell und senkst das Schiff dann ein Stück ab. So, ich dachte mal schon, im Grunde vielleicht herkommen und es ebenerdig machen, dass im Grunde reinkleide, kannst du was fast sinnvoller werden, dann brauchst du nicht rumfriemeln beim Rausfliegen. Ja, eben. Ich würde da ja noch auf ein paar Blöcke drauf machen. Ja. Ganz geht's nicht, weil die kleine Kante hast du schon noch, ne? Drohne zerquetscht. Ja, das ist richtig, aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Aber das sieht geil aus, ne? Ja, ja, das hat was. Und wie gesagt, das kannst du jetzt innen drin halt sauber aushöhlen noch, ein Stück tiefer vielleicht machen. Ja. Und von oben will ich noch ein großes Hangartor oder ein großes Hangartor machen und deshalb dann im Grunde hier, dass man dann hier seitlich also runterfliegt und dann hier seitlich ablandet, kann dann mit dem Aufzug runtergehen. Wobei, ja, doch, oder? Mach es da. Ne, ich mach's auf der Seite hier. Dass man hier seitlich ranfliegen kann, tut das SV landen und damit kann man im Aufzug runter. Das heißt, du hast aber auch noch einen kleinen Eingang. Und hier seitlich
kommt so eine kleine Einmal-Ein-Block-Türe ran. Da drüber. Kann da, weißt du, das sieht dann mega cool aus, so riesiges Tor und dann aber so ein kleines Türchen. Ja. Schlupftür. Ja. Was ich mir dachte, was geil wäre, wenn man so, aber das funktioniert nicht, das ist das Traurige, und zwar, oder, nee, das geht aufgrund von den Rahmen nicht, und zwar, wenn man 4 Türen nebeneinander machen könnte, nee, und die gehen nee, alle auf, und dann dürfte keine Rahmen dran sein, dann müsste nur die Deckel dran sein, also die obere Balke. Das geht nicht. Ja. Das wäre natürlich dann geil. Das wäre eine fetzige Angelegenheit, aber so. So auf jeden Fall schon mal der Plan vom Ganzen. Und ob er halt dann vielleicht ein paar Solarmodule drauf, ne, wenn es die da mal irgendwann gibt. Habe gesichtet, feindliches Wesen. Erde, muss töten. Error, kann nicht getötet werden. Ach, guck mal, da ist noch ein Stück Dreck in der Luft. Kann getötet werden, jetzt nicht mehr. Ja, und das Ganze halt, wie gesagt, rausbuddeln, das wird halt noch ein Spaß. Ja, aber hast du es jetzt versucht mit dem Raketenwerfer? Ja, habe ich schon. Das hat bleibende Eindrücke hinterlassen, wie man sieht. Da drüben nämlich. Wenn man sich doch mal anguckt. Na? Da habe ich reingeschossen an die Stelle. Wo? Also, ich war ungefähr, bis hier ungefähr habe ich reinbuddelt gehabt. So ungefähr, hier so. Die Kante hier. Und den Rest habe ich weggeschossen. Ja. Wieder doch erheblich schneller, finde ich, als buddeln, ne? Ja, das ist. Schon sauber. Muss man sagen. Kann nicht platziert werden. Verwunderlich, wie glatt hier unten trotzdem der Boden ist, ne? Wenn man auf einer gleichen Höhe bleibt und dann Kabum macht, dann hast du gleich glatten Boden. Ja, das ist ja krass gut. Wie gesagt, da kommt der eh weg dann, aber so an sich, ja. Und hier halt dann auch einen Durchgang machen und so Geschichte und dann halt so noch so ein paar Wohn-, Schlaf-, Gedönsräume, ne? Ja. So. Der Rundgang ist beendet. Ich bitte Sie alle zu gehen. Die Station steht wieder unter einer Fraktion. Bitte gehen Sie durch die Tür. Du hast schon wieder. Ja, dann gehen Sie jetzt raus hier. Hopp, hopp, hopp. Also, ups. Okay, wie, warte mal, bleib mal drauf stehen. Da hast du einen Aufzug, das ist voll witzig. Ich komm sogar mit. So? Ja. Und, ja. Achso, warte mal, du bist ein. Ne. Aua! Hilfe! Was bin ich nicht? Achso, da wurdest du auch mit hochgeschoben, oder? Ja, natürlich. Ah, jetzt, ich falle. Und jetzt hat er mich rausgeschmissen. So eine Sau. Und da bin ich halt gerade eben hergekommen, wo die anderen Türen dran waren, bin da halt hochgefahren. Ja. Ach so, hast du eigentlich schon die MS Tide mal anguckt? Ihr habt ja recht gut freigraben, das Schiffle. Wo ist meine Taschenlampe? Da ist meine Taschenlampe. Freigegraben. Ach so, unten? Ja, guck mal. Ja, und noch was gefunden? Hat noch was gebracht? Ja, nö. Ein bisschen was, da sind jetzt, glaub, noch Taschenlampe, Waffe und ein bisschen was drin, aber. Nichts Nennenswertes. Ja. Dahinter ist nochmal was gewesen. Wo waren das? Hier ist noch einer gewesen. Da war eher interessant. Da waren auch ein paar Ärzte drin. Da muss man halt auch gleich wissen, wo der Scheiß hockt, ne? Naja. Und ansonsten, wie siehst du. Das reicht eigentlich, wenn man einmal am Rand rundherum gräbt, ne? Die ganze Fläche muss man nicht freigraben. Ja, aber ich wollte mal wissen, wie das ganze Ding aufbaut. Ist klar, hier hast du noch ein paar Teile. Da kannst du ja mal im Grunde auch was abbauen, dann abbauen ein bisschen Plastik und so ein Scheiß und ein paar bisschen Elektronik. Ja. Na? Aber so im Großen und Ganzen, für Survival lohnt sich das nicht, vor allem mit dem T1-Bohrer und später ist dann eh egal, wenn du hast einen T2 und dann wege dann ein bisschen Sach. Machst mehr Hieb gut. T1-Bohrer ist sowieso Wahnsinn. Ja. Ah, übel du, wie die Hilde abgeht, meine Fresse. Wieder hoch. Ja, und das sieht man aber an sich mal, wie groß das Ganze ist. Also schon ein ordentliches Stück, was da reingeknallt ist. Jo. Ich glaube, wenn es bei den Schiffen eine SI gäbe, würde es längst zusammengefallen sein. Hier gibt es eine SI. Ich vermute mal, dass es als Basis getriggert ist, das Ganze. Weil, wenn du mal die SI anmachst, dann siehst du, wie es schön rot das ist.
Ja, also das kann keine, das kann kein Schiffchen sein, das muss, ist eine Basis. Oh, was machst du nun? Loch da rein. So halt. Weil ich's kann. Mach dein Loch da rein. Hilfe. Ein Schlitz eigentlich. Jetzt machen wir das Innere noch rosa, außerdem machen wir es ein bisschen braun. So, damit es haarig, egal. Du altes Arschloch, hätte ich fast gesagt. Oh, guck mal, hier ist noch eine Schubdüse, ist ja cool. Mein. Hast du noch nie ausgebaut? Nö, nö, seitlich habe ich zwei gefunden, aber hier oben habe ich jetzt nicht genau nachgeguckt. Nachgeschaut. Scheint aber nur der einzige gewesen zu sein, wobei auf der Parallelseite müsste ja noch was geben, theoretisch. Aber ich stamme jetzt mit meinem. Ah, ne, doch, hier ist er noch. Elektronik, Rohre, weiter der CPU, Flugspule, ja, das ist okay. Stromspule, ich glaube, da wird man uns dann drum schlagen. Wobei, die können wir jetzt auch herstellen. Wollte ich gerade sagen, die können wir doch jetzt in rauen Mengen herstellen. Ah, ich finde es interessant, dass das Tor im Grunde so stabil hockt da dran. Ja. Theoretisch dürfte ich das nicht mal bewegen. Das Tor, weil das ganze Gerüst, so wie es baut ist, es müsste so schwanken und vibrieren und zwackeln auffangen, du müsstest alles aus der Angereise. Theoretisch, ne, weil bedenk mal, das wirst du eher nachvollziehen können. Wenn man jetzt so ein großes Tor hat mit dem bisschen Befestigung, ich denke, das wird, allein durch die Vibration, das wird auch. Naja, jetzt, wo die oben die Querbalken drin sind, müsste das schon gehen. Wenn die hinten auf Zug verankert wären. Oder man müsste hier sonst eine Strebe noch einbauen, ne? Okay. Weil sonst müsste das schon halten. Okay. Weil das Tor selber ist ja in sich stabil, das hat keine Diagonalkräfte, also. Ja. Das, also, bedenk mal, es geht nur für Garagentor, so in beide Richtungen. Und fährt dann rein. Puh! Ja, ja, ja. Da brauchst du aber dann dickes Seil, mein Freund. Da hilft da kein 20mm Stahlseil mehr. Ach so, hier hast du den anderen, den Bohrer, ne? Ja. Hm, wo bist denn du? Ich bin jetzt auf deinem Dach. Auf dem Landedeck hätte ich gesagt. Ach, beide. Ah, da drüber, okay. Geschütz, ja. 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 Da hast du jetzt den Bohrer draus gemacht. Hm. Genau. Der schöne Bohrer, der gute. Ich fand jedenfalls, dass das schön schnell geht. Ja, weil ich weiß, den stelle ich mal auf allgemein. Achso, du hast ja einen, oder? Nö, ich habe keinen. Ich brauche ja auch keinen. Ja, okay. Baue, wenn ich einen brauche, dann setze ich den hier dran. Da ich ja die anderen Geschütze habe. Okay. Pulslaser, kann ich die ja extra bedienen. Ohne dass die Laser mitschießen. Sauerstoff hat er produziert. Das baue ich hier. Okay. Das ist dran. Da habe ich noch Esse drin. Da haben wir noch Esse drin. Jetzt nochmal jetzt raus. Dann kommt das Schiff hier ausschalter. So. So. Dann werde ich mal wieder. Heimfliegen. Heimfliegen? Ja. Wieder auf 600 Meter hoch. Dann kann ich querfliegen und brauche mich nicht um irgendwelche Basen kümmern. Ja. Die ich ganz arg lieb haben wollen, ne? Ja. Gereinigtes Wasser, kommt da rein. So, ja. Dann kann ich jetzt mit meinem Projekt weitermachen. Das biotopisch erstellt. Ach so, nee, die Gerüste muss ich noch machen. Ich brauche Pflanzlichter. So rum fast schneller, ne? Ja. Kann ich ja Richtung Westen fliegen. Im Westen. Im Westen lebt es sich am besten. Da haben wir noch welche. Gut, das ist schön. Ja. Dann brauchen wir da erstmal nichts mehr. Das ist okay. Du kannst weg. Du kommst da hin. Dich. Ah, ja, doch. Gerüstblöcke. Habe ich hier noch welche? Nein. Shit. Wenn du in dieser Höhe fliegst, dann passiert dir nichts. Dann kannst du ruhig quer fliegen. Fliegst du quer, hast du mehr. Ja. Ich bin gerade voll durch mein Blumenbeet gestampft. Da unter mir war nämlich schon was, sehe ich gerade. Gibt's die nicht in flach? Ne, die gibt's aber in so und so. Das heißt aber, wenn ich jetzt herkomme, dich nehme, dreh
Und dann Ärzte. Okay. Überlegung. M, was? M? So. Nee, so geht's nicht. Ach, scheiße. Na, 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 na. Das ist doch Käsblöre. Nicht so. Hätte zu tief, du musst jetzt dahin noch eins raus, dann musst du dahin. Ah ja, da ist ja schon wieder mein Gewässer. Du da, so. Dann kann man dich nämlich jetzt nehmen. Herumdrehen. So. Ah, wir gehen. Jetzt fehlt natürlich ein einziger Block. Aber wir können schon Licht dran platzen. Zack. Jupp. Zack. Zack. Ach ja. Nee, ich habe gedacht, ich kann es nur aus Dreiecke bauen, aber das funktioniert leider nicht so, wie ich das gern hätte. Im Spiel sagt man auch, dass ich meine Gesundheit verbessert, aber ich spüre aber nicht viel. Die Schulter tut immer noch weh. Das Spiel lügt. Lügen, Spiel. Ja, jetzt verbessere ich meine Gesundheit, nämlich nach dem Mist gesagt. Das war ja klar. Hat ja nach Strich und Faden verarscht von dem Spiel hier. So. Haben wir hier die Beleuchtung. Oh, geht das? Geht es? Oh, ich bin gleich wieder da. Sehr geehrte Herren, wir sind zurück. Am Stück. Sehr schön. Heute wird gestreamt und getwitcht, wollte ich sagen. Das ist ja auf Twitch. Egal. Aufgenommen, also zwecks YouTube. So, die auf Twitch denke ich so, what the hell? Ja, ich habe ein bisschen was gebaut. Noch kurz hierfür auch an Sternchef. Das hier habe ich im Offscreen gemacht und habe auch unten die Dings noch kurz reingeklatscht, die Energieversorgung. Aus dem Hintergrund, weil wenn KV oder Ronnie EGF spielen und sind auf Omikron, wird auch die Energie meiner Basis mit berechnet, was sie verbraucht. Schlussfolgernd war das Ding dann leer, weil der kleine Tank, ne, das ist ne, sagen wir es mal nichts dazu. So, und das hatte ich in die Blueprint geknallt, das hatte ich ummodifiziert, das sieht man allerdings noch in den kommenden Folgen. Oh. Grafikfehler! Oh oh. Nee, nichts Schlimmes, aber da wird einfach von den. Die Gitterböxe haben keinen Schatten. Die sind transparent. Das ist ein Fall für Chris. Need to come up on Chris. Need to come up on Chris. Und das da. Was soll das? Schweinerei. Wo? Wo ist ein Schwein? Bei mir. Echt? Oh, warte mal, verdammt, ich hab so. Jetzt sehe ich sie. Wow, sieht gut aus. Oh, danke schön. Ich sollte auch noch den Channel dann, den Chat mal wieder aufploppen. Und warte. So. Und ich habe ja gedacht, weißt du was? Baust den Hangar für dein CV. Ja. Das ist noch nicht gibt. Ne? Sieht knuffig aus. Ne? Aber ob da den Hangar gibst. Dann kannst du die Breite ausmessen, dann kannst du das CV passend bauen, dass er reinpasst. Wie eine Presswurst. Und so sieht es gerade dahinter aus. Ja, ist alles noch Rohzustand, wird noch gemacht. Und natürlich kommt man von hier aus dann auch Spätiater. Nämlich auch dann da rein, nochmal kurz einfach den Weg zeigen für die Leute, die gerade auf Twitch, die es dann auch dann wissen. Ja. So sieht das Ganze nicht dann gerade aus. So. Plan ist jetzt im Großen und Ganzen eigentlich folgendes, das Ding hier innen drin irgendwie so weit hinzukriegen, dass es passt. Ich habe mir schon überlegt, ich mache es im Offscreen oder vielleicht mache ich es auch so einfach so. Ich weiß nicht, wenn ich dir sage, wenn irgendwelche Leute gucken von irgendeinem bestimmten YouTuber, der gerade nicht unbekannt ist, out in Stream. Ich erwähne das, heißt bestimmt. Dieb! Nimmt den digitalen String und erhängt ihn. Nee, also das ist einfach im Offscreen machen, das ist halt einfach nur so jetzt auf Twitch zeigt, weil bis ich das Ganze hier abgebaut habe, da vergehen Stunden. Das mache ich eigentlich nicht, da habe ich zumindest nicht vor.
Yay, 15 Folgen, nur am meinen. Yay. Nee, das machen wir nicht. Was wir aber heute machen, auf jeden Fall, wir haben 295 Betonblöcke. Die werden wir da oben jetzt verarbeiten. So, das war die Taste. So. Und jetzt machen wir mal eins. Ja, ich hoffe, das hebt. Ansonsten fällt mir dazu nichts mehr ein. Geht noch. Das fällt dir nichts mehr ein. Aha. Ein Spiel, so lang. Ja, sieht doch gut aus. Herr Architekt, wie ist denn das? Im Grunde will die Stabilität in der Horizontale, wenn ich eine Decke einziehe, ist ja nicht abhängig von meinen Wänden, theoretisch. Ja, du musst die Decke ja auf die Wände auflegen, ne? Ja. Beziehungsweise ankleben an der Seite, ist ja egal. Das ist, ne? Ja, aber mir geht es nicht gerade darum, ne, dass ich jetzt hier jetzt auf dem Auer, weil ich weiß, das hier ist auch ganz hardcore. Das ist das Maximale. Die Last geht schon in die Wände. Also wenn du die Wände schon dunkelgelb hast und du hängst noch eine Decke dran, dann knallt dir alles zusammen. Ja, ist gerade ein bisschen rot. Ja, dann solltest du an die Wände nichts mehr dran. BAM! Entschuldigung, es war jetzt ein bisschen laut, tut mir leid. Shit. Was heißt, ist dir wirklich was zusammengefallen? Ja, ja, ist zusammengekracht. Ich muss Wände vorher reinziehen, das kann ich nicht vergessen. Das, die Stabilität ist nicht da. Das ist ja eigentlich logisch, ne? Ja, weiß ich doch nicht. Ich kann das Ding verklemmen. Ich kann gucken, dass Licht geht, dass Tür auf und zu geht, aber sowas. Falsche Baustelle, mein Herr. So. Ja, jetzt können wir erstmal wieder Betonblöcke herstellen ohne Ende. Na, super. Ich hab schon Achso, da ist ja einer. Achso, ja, ja. Ich dachte jetzt so, meine Fresse. Habe ich nicht noch welche auf Vorrat rein zufällig? Oh, 31. Oh, das ist ja sagenhaft viel. Ich bin mir immer sicher, ob das mit der Betonblöcke klappt, die Decke so lang zu ziehen, oder ich dafür dann wirklich Dings brauche. Stahl. Superkleber brauchst du dafür. Oder Ducktape. Ja, so, das sagst du mal jetzt. Jetzt will die ganzen Läden schon zu haben. Ach, echt. Immer das Gleiche. Immer kommst du spät mit solchen Einfällen. So, einmal Kühlschrank. Das probieren wir jetzt gerade nochmal. Hallo. Yay, selber, hallo. Hallöchen. Sag mal hallo Twitch und hallo YouTube. Hallo Twitch, hallo YouTube. Okay, YouTube, gut. Hallo Ron. Hallo Ron, wie geht es Ihnen? Wollen Sie bei der ultimativen Zuschauung dabei sein? Dann schreiben Sie ja in die Kommentare. Ja, ich will. Kreuzen Sie ja an. Ja. Kreuzen Sie ja, ja an. Was? Ich komme vor, das hier ruckelt. Ja, du hörst dich auch gerade nicht sonderlich gesund an. Ja, ich ruckelig. Ja, im Server. Hat Kevin erzählt, was gestern los war? Oh, mit deinem, ja, bisschen so. Rettungsaktion. Ja, ja. Mhm. Save the last one, ne? Genau. No. DRK-Team Akua. Ja. So, jetzt muss ich noch einsetzen. Oh, hab keine mehr. Okay. Dann müssen wir kurz zurück.